Alle Jahre wieder findet sie statt, die BlizzCon, die große Hausmesse vom Hersteller Blizzard. Und dieses Jahr wissen wir vor allem, was es dort eher nicht geben wird. Es bleibt also spannend, was es dort geben wird. Jetzt haben wir möglicherweise brandheiße Hinweise, die mein lieber Kollege Maurice Weber aufgetan hat. Grüß dich, Maurice. Ich weiß genau, was kommen wird. Und zwar wird ein Sportspiel kommen. Ich kann dir auch sagen, wie ich darauf komme, weil das ist meine zweite BlizzCon. Ich werde vor Ort sein. Ja. Das erste Mal, als ich da war, hat Blizzard zum ersten Mal seit Ewigkeiten neue Franchise angekündigt. Und ich sitze da, boah, ein Rollenspiel, ein Strategiespiel, was anderes machen die ja nicht. Ein Multiplayer-Shooter, lieber Maurice. Und Kollegin Petra Schmitz hat gesagt, sie hat sich krank gelacht bei der Vorstellung, wie ich da in diesem Panel sitze und sie mit Shootern ankommen. Und um das jetzt noch zu toppen, geht es nicht anders, als dass es dieses Jahr ein Sportspiel wird. Na, dann haben wir das ja quasi geklärt. Nein, wir wollen tatsächlich Leaks besprechen, die du aufgetan hast. Wo kommen diese Leaks her? Das ist die große Frage. Sie kursieren, sind durch alle Communities gegangen im Grunde. Anscheinend hat sie ein anonymer Forennutzer gepostet. Und der will recht genau wissen, was auf der BlizzCon dieses Jahr kommt. Und natürlich haben sich alle Subreddits von Blizzard haben sich draufgestürzt und alle Foren. Und da dachte ich mir, können wir mal durchgehen, wie wahrscheinlich ist das? Ja. Und wenn unwahrscheinlich, was glauben denn wir, was stattdessen kommen könnte? Genau, dann gehen wir es einfach mal durch. Was man dazu sagen muss, ist, Blizzard hatte ja schon beschwichtigend irgendwie sich geäußert, dass es man jetzt in Sachen Diablo 4 nicht so große Hoffnungen haben soll. Aber sie haben es nicht explizit gesagt, aber sehr, also so unexplizit, wie man sein kann. Wir wissen, worauf ihr wartet, aber das dauert noch sozusagen. Das heißt, das wird's nicht. Dann gucken wir jetzt mal den ersten Punkt. Das ist nämlich tatsächlich schon Diablo. Und da heißt es hier bei Diablo, Diablo 2 Remastered, Ankündigung und Details. Und das ist ja so ein Gerücht, das ist ja inzwischen älter als die Zeit. Also das ist Diablo 2 Remastered, Diablo 2 HD. Glaubst du, dass es jetzt endlich mal kommt? Also wenn man ein bisschen optimistisch ist, das bin ich eigentlich nicht von Natur aus, aber es ist für mich noch die realistischste große Diablo-Ankündigung, die es geben könnte. Mhm. Und irgendwie ist ja doch so, also irgendeine große muss es eigentlich geben, weil sie haben ja extra diese Ankündigung gemacht. Wir haben einige Projekte und einige kommen noch später dieses Jahr. Wenn es jetzt nur wieder irgendwie noch ein Patch für den Switchport oder was weiß ich ist, das wäre ja schon arg peinlich für die BlizzCon. Ja. Und es gab schon hier und da immer wieder Hinweise. Man sieht zum Beispiel, dieses Artwork von der BlizzCon enthält den recht klassischen Diablo, sogar noch ohne Seelenstein und alles. Das stimmt. Und auch der, also es könnte sogar noch auf Diablo 1 sogar hindeuten. Und auch in der BlizzCon Goodie Bag liegt ein explizit also betitelter Classic Diablo drin. Ah. Das heißt, das ist ganz explizit nicht der aus Diablo 3. Ja. Das ich meine, das muss auch alles noch nichts heißen. Aber das ist zumindest eine Sache, dem ich eine Chance einräumen würde, dass es passieren könnte. Es ist ja auch die Rede davon, dass eben gleich das Anschlusspanel nach dieser Eröffnungszeremonie, was mit Diablo ist, das würde dafür ganz gut passen eigentlich. Ne? Dann haben wir als nächstes Gerücht auch unter dem Reiter Diablo, nämlich neue DLC-Klasse für Diablo 3, der Druide. Passt das zusammen? Das ist auch so ein Gerücht, das schon seit längerem durch die Communities geistert. Das hat, glaube ich, Michael Graf schon, als Diablo 3 irgendwie angekündigt wurde, hat er schon gesagt, das muss kommen. Genau wie der Totenbeschwörer. Und der kam ja jetzt tatsächlich dann. Deswegen, ich glaube, daher kommt das so ein bisschen. Persönlich, ich bin mir nicht sicher. Ich meine, das ist nicht ausgeschlossen. Es ist aber, ich halte auch, also wenn neuer Inhalt für Diablo 3 kommt, ist das wohl der wahrscheinlichste, weil es wird nicht noch mal irgendwie eine große Erweiterung kommen. Ich denke, der Zug ist abgefahren und dieses Klassenpack haben sie auch. Der Nekromant war ja eigentlich auch schon viel zu spät. Da hätte man auch sagen können: Jetzt bringen sie doch nicht noch einen neuen Klassen-DLC. Es ist halt, wie gesagt, doch inzwischen. Es gab jetzt mehrere Seasons ohne irgendwas. Es wirkt so ein bisschen, als wäre das Spiel auf dem Abstellgleis. Ich fände es irgendwie ein bisschen komisch, wenn sie jetzt nochmal mit einem Character-Pack kommen würden, weil wir ja wissen, nach dem Character-Pack werden dann wieder drei Seasons ohne überhaupt nur Patches kommen. Mhm. Ich fände es ein bisschen komisch, aber wenn was zu Diablo 3 kommt, ist das noch das Plausibelste, glaube ich. Ich finde es so ein bisschen verwirrend, dass sie einerseits ein Diablo 2 Remaster und dann aber auch noch ein Diablo 3, also das wirkt so zweigleisig, so uneins, also so in der ganzen Kommunikation nach außen, aber also mal sehen. Wir werden darauf später auch noch ein bisschen kommen, was man mal mit diesen Leaks eben sagen muss. Es wirkt so ein bisschen, als hätte da jemand, um plausibel zu klingen, einfach alle aktuellen Gerüchte so ein bisschen zusammengeschrieben, was sich die Fans wünschen. Und hat das tatsächlich einigermaßen glaubwürdig auch gemacht, weil eben ein Diablo 4 steht nicht drauf. Aber das heißt noch lange nicht, dass das wirklich offiziell ist, weil die Liste hätte ich auch so schreiben können quasi.
Kommen wir zum dritten Diablo-Gerücht. Das ist ein bisschen absurder. Ich wollte gerade sagen, aber wäre das sowas, was dann speziell für dich gemacht würde, weil du das überhaupt nicht haben kannst, nämlich ein Diablo-Spin-Off Beat'em-Up for Android and iOS. Also ein Mobile-Prügelspiel im Diablo-Universum. Das ist tatsächlich, so traurig es mich macht, auch ein Gerücht, dem ich durchaus gute Chancen einräume. Mhm. Wenn man jetzt mal... vorher habe ich diesen Optimismus ja auch so ein bisschen... Wenn man vielleicht, aber ich bin kein optimistischer Mensch. Das heißt, wenn man von einfach genau dem Gegenteil ausgeht und sich denkt, ja, das große Projekt wird irgendwas sein, genau wie EA mit seinem Command & Conquer Mobile Ding. Ja. Da war da auch ein GDI-Symbol auf der E3, ne, und alle machen sich Hoffnungen und was ist ein Mobile-Spiel? Du machst dich mental schon bereit, ein Frowny-Foto von dir vor dem Mobile-Stand aufzunehmen. Du wirst ja hinfahren zum BlizzCon, wenn wir gar noch gar nicht erzählen. Die Sache ist halt, das ist, wie die Welt aktuell funktioniert. Diablo-Mobile-Spiele. Das würde passen in in die Schicksalsschläge, die man in letzter Zeit allgemein erdulden musste. Und ich finde auch, um mal ein bisschen objektiver auch zu bleiben, es würde irgendwie Sinn ergeben, dass auch Blizzard jetzt mal ein bisschen, wir haben jetzt ein Elder Scrolls Mobile, das angekündigt wurde, wir haben Command & Conquer Mobile. Es würde irgendwie Sinn ergeben, dass auch Blizzard in diese Richtung mehr geht. Ich meine, sie haben ein richtig gutes Mobile-Spiel mit Hearthstone, das auch, das ist für Mobile wie gemacht. Ja. Aber eigentlich ist es fast schon, würde ich sagen, irgendwie überfällig, dass mal ein dediziertes Blizzard-Mobile-Spiel kommt. Einfach aus Marktperspektive. Würde mich nicht wundern. Wir gehen weiter zum nächsten großen Blizzard-Reiter und das ist hier Overwatch. Als erstes würde ich jetzt gar nicht so viel Zeit darauf verschwenden. Muss man nicht alles durchgehen. Neues Cinematic mit McCree, Reaper, Sombra und Nemesis. Ja, aber also, da habt ihr gerade eben schon aufgehorcht. Nemesis, habe ich noch nie gehört. Das war nämlich das nächste, dass der 29. Held Nemesis, ein Cyborg mit Railgun, angekündigt wird. Also da, das kann man nicht beurteilen, was der neue Held wird. Persönlich halte ich es für sehr plausibel, dass auf der BlizzCon ein neuer Held revealed wird. Und wahrscheinlich, dass man ihn sogar dort schon spielen kann. Ja. Das wäre ja nicht das erste Mal. Und es würde passen und es würde in die Content-Strategie von Overwatch reinpassen. Ich glaube, also viele spekulieren, dass der nächste Held eher die Königin von Junkertown sein wird. Mhm. Weil die hat man in dem Wrecking Ball-Video kurz gesehen, wo sie ihn krönt. Ja. Und sie wurde auch schon so ein bisschen, Blizzard sät ja seine neuen Helden schon oft so ein bisschen vorher. Nicht immer, aber auf Postern hat man die auch schon mal gesehen. Genau, Poster hier und da. Aber ich meine, letztlich, da können wir nur spekulieren. Aber dass ein neuer Overwatch-Held kommt und dass auch eine coole neue Cinematic für die BlizzCon kommt, da bin ich mir sogar relativ sicher eigentlich. Das geht dann weiter mit auch eher unspektakulären Sachen, nämlich neue Skins im Stile von dieser Blizzard-World. Also einfach andere Warcraft- oder Blizzard-Charaktere als Overwatch-Skins. Muss man jetzt im Detail, glaube ich, gar nicht alles durchgehen, weil das wird wahrscheinlich passieren. Aber das nächste finde ich interessant, nämlich die Ankündigung eines dedizierten Story-Modes. Wir hatten ja bisher quasi diese Events, gab es von mir diese Flashback-Events. Das jetzt quasi als ein dauerhaftes Dings und man kann sich, wie hier steht, mit Credits oder Lootboxen neue Missionen freischalten. Was hältst du denn davon? Ich finde, das wirkt ein wenig abgedreht. Also vor allem, also alles, ich könnte alles davon kaufen, bis zu dem Missionen in Lootboxen. Mhm. Irgendwie, ich meine, ich mag die Overwatch-Lootboxen nicht, aber dafür sind sie auch nicht bescheuert genug. Also, dass Blizzard sowas macht, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Was sie schon mal hatten, ist Singleplayer-Content durch Ingame-Währung kaufen. Das hatte nämlich Hearthstone, diese Abenteuer, deren Flügel hast du für Gold gekauft. Ja. Aber irgendwie Missionen in Lootboxen kann ich mir nicht vorstellen. Und auch, wenn man mal ehrlich ist, die grundsätzliche Sache, dass dieser Singleplayer-Modus kommt, das wirkt mir ein bisschen arg so, wie einfach quasi den größten aktuellen Fantraum irgendwie aufgegriffen und in diese Leaked-Liste reingeschrieben. Also tatsächlich, wir werden später auch noch, wir haben einen recht handfesten Beweis dafür, glaube ich eben nicht, dass diese Leaked-Liste 100% authentisch ist, selbst wenn sie vielleicht in Teilen richtig liegen wird, weil manche Sachen sind einfach auf den basierenden Hinweisen bislang plausibel. Aber ich glaube, dass, ich meine, ich fände es großartig, aber irgendwie, es gibt gar keine Hinweise drauf, außer dass es halt seit Ewigkeiten diese Gerüchte, die aber auch auf Wunschdenken basieren, halt gibt. Glaube ich eher nicht. Als nächstes haben wir Hearthstone, hatten wir jetzt auch schon mehrmals angesprochen. Da ist die Rede, dass es ein Secrets of the Sea Add-on, also eine auf Wasser und unter Wasser mit Naga-Piraten und diesen Vrykul, also diesen Wikinger-Wesen irgendwie gibt. Und dass die Leute ihre Matches direkt in den Blizzard Social Chat streamen können. Das, finde ich, wirkt mir beides durchaus plausibel irgendwie. Also da, auch da ist wieder wie bei Overwatch. Ich glaube, dass es eine neue Hearthstone-Erweiterung geben wird auf der BlizzCon, ist relativ sicher. Ja. Das ist halt einfach
das Standardprozedere. Und ich finde sogar konkret recht plausibel, dass sie irgendwas mit der See zu tun haben wird, weil die ja gerade in WoW auch die Naga ganz konkret eine Rolle spielen werden. Mhm. Auch da wieder eben, das hätte ich mir aber auch ausdenken können, basierend darauf. Aber finde ich plausibel, also würde mich nicht wundern. Als nächstes kommen wir zu Warcraft bzw. World of Warcraft. Da ist die Rede, dass es eine neue Kriegsfront gibt, dass sie die, wie heißen diese Heritage Armor auf Deutsch, diese Erbstück, nee, wie heißen die denn? Das weiß ich gar nicht, Vermächtnisrüstung, ich bin mir nicht sicher. Die für alle Klassen angekündigt wird, dass es einen Octopus-Mount als Charity-Dingsbums gibt und dass die Blutelfen- und Draenei-Zonen so umgebaut werden, dass man darin fliegen kann. Wusste ich gar nicht, dass das nicht geht, aber... Ich gebe auch zu, dass ich kein WoW-Experte bin, aber ich habe den Kollegen Stefan Köhler zu diesen Gerüchten befragt und der hat vor allem sich auf eins eingeschossen, dass da nämlich auch steht, Details zu Patch 8.1 soll es geben. Ja. Allerdings hat Blizzard tatsächlich schon offiziell gesagt, es wird eher um die Sachen danach gehen. Ja. Deswegen können wir davon ausgehen, dass tatsächlich diese Leaks, also das ist der eine Beweis, den wir tatsächlich haben, dass diese Leaks zumindest nicht 100% richtig liegen. Und deswegen wissen wir auch so ein bisschen, wir wissen noch nicht genau, was da kommen wird, aber Blizzard wird anscheinend sich da eher auf die etwas weiter gefasste Zukunft konzentrieren, in den BlizzCon-Ankündigungen, als jetzt konkret hier nochmal den nächsten Patch sozusagen. Was das sein wird tatsächlich, dafür bin ich nicht WoW-Experte genug, um dir das jetzt zu spekulieren. Dazu gibt es aber auch ein eigenes Video mit dem Stefan Köhler, der nochmal über World of Warcraft Classic and Beyond spricht. Der ist viel schlauer als ich, was das angeht. Guckt euch das an. Und ansonsten, ich meine, da steht dann Classic WoW will be subscription-based. Das wird ein Abo-Modell haben. Ich bin nie davon ausgegangen, dass was anderes sein wird. Natürlich. Deswegen, das ist, denke ich, plausibel. Release-Termin für Classic WoW 2019 November, PTA im Mai 2018. Nee, das ist sogar falsch gedruckt, ne? 2018 steht da, aber das ist ja schon vorbei. Ja. Deswegen, das kann sein, kann auch nicht sein. Es wird ja jetzt schon, glaube ich... Eine Demo soll es geben. Genau. Ja. Deswegen ist es vielleicht sogar fast schon zu spät gefasst und wir können früher damit rechnen. Also, das wird doch nicht noch ein Jahr dauern, bis das alte WoW da losgeht. Ja. Okay. Weil dann wäre es ja sogar irgendwie nach der nächsten BlizzCon... Glaube ich, dafür ist das nicht spektakulär genug. Kommen wir noch zu zwei Themen, nämlich Heroes of the Storm ist ja so ein bisschen das Sorgenkind im Blizzard-Roster. Da ist eben auch die Rede davon, dass es neue Charaktere Reinhardt und Manoroth, also ein Overwatch, ein Warcraft-Charakter. Ja. Soll ich auch sagen Diablo-Charakter? Aber nein, das ist ja ein aus Warcraft 3. Genau, und dann wird es Dark Nexus-Events mit Skins für Ragnaros und so weiter und so fort geben. Ein Clan-System, es wird ein Mega-Hero-Bundle geben und außerdem Gameplay-Änderungen zu Mounts, Hearthstones und Respawn-Time. Wird nicht für Standing Ovations sorgen. Nee, also ich glaube, Heroes of the Storm fällt da in die gleiche Kategorie wie auch ein bisschen Hearthstone und Overwatch, dass man sich denken kann, relativ eindeutig wird es bestimmt neue Charaktere geben. Wir können jetzt nicht wirklich sagen, welche. Ich finde Reinhardt durchaus ziemlich plausibel, weil das ist ein ikonischer Overwatch-Held. Und sie wollen ja schrittweise, bringen sie mehr Overwatch-Helden rein. Und Reinhardt ist, glaube ich, auch so einer, der bringt sehr einzigartiges Gameplay mit, das sehr einfach zu verstehen ist. Der ist beliebt, den finden Leute cool. Würde mich nicht wundern, wenn das der nächste Overwatch-Held in Heroes of the Storm wird. Aber ich glaube, wer sich jetzt auf irgendwie was Großes bei Heroes of the Storm Hoffnung macht, da gibt es, glaube ich, keinen Grund dazu, ehrlich gesagt. Dann kommen wir noch mal zum letzten Punkt, nämlich StarCraft. Und da ist die Rede zum einen, dass Zeratul als Koop-Commander dazukommen soll. Und, das ist das Interessantere, ein DLC-Missionspack, nämlich Alarak Chain of Ascension. Also quasi wieder mehr Kampagne. Eine Story, wahrscheinlich wie der Nova-DLC. Mhm. Ist auch wieder was, wo ich irgendwie eigentlich sagen will, ja, cool, das klingt gut, weil ich selber das gerne hätte. Aber ich glaube es eigentlich auch wieder nicht. Also ich glaube, den Koop-Commander halte ich für sehr plausibel. Den Kampagnen-DLC, ich weiß nicht, der Nova-DLC, ich weiß gar nicht mehr, wie lange der her ist. Das ist aber schon wirklich eine ganze Weile. Ich glaube, das ist 2 Jahre oder fast schon länger. Aber ich meine, also es ist ein bisschen das Gleiche, wie wenn jetzt in Diablo 3 auf einmal noch der Druide kommt. Irgendwie so von wegen... Der Necromancer war auch schon viel zu spät. Es ist nicht so, als würde Blizzard sowas nicht machen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, ich meine, also wenn sie Story-DLCs für StarCraft, wenn das weiter ein Ding sein sollte, hätten wir schon ein bisschen früher wieder was bekommen. Würde mich ehrlich gesagt wundern. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist ausgeschlossen.
Aber ich glaube, bei StarCraft werden sie sich eher auf Koop-Commander und vielleicht irgendwie die nächsten Balance-Änderungen, E-Sport-Geschichten oder sowas konzentrieren, als dass da jetzt plötzlich noch mal ein großer Story-Content kommt. Das würde mich wundern. Wir schicken dich da ja jetzt hin, um das alles zu verifizieren. Aber nur so dein Bauchgefühl, mal angenommen, das alles würde jetzt eintreten. Fändest du das spektakulär oder wäre das eher so? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Es ist jetzt nichts, was einen wirklich, finde ich, 100% von den Socken hauen würde. Selbst wenn das alles eintritt, bei einigen Spielen haben wir gesagt, wäre es einfach nur Standardprogramm. Und bei ein paar Spielen, wo es ein bisschen mehr ist, wäre es immer noch nicht genau das, was die Leute wollen. Also bei Diablo zum Beispiel, klar, Diablo 2 Remastered wäre schon sehr cool, aber eigentlich wollen die Leute das nächste große Diablo-Spiel hören. Ich glaube, also was durchaus schon ein Paukenschlag wäre, wenn das einigermaßen umfangreich ist, wäre der Overwatch Singleplayer. Also wenn das jetzt wirklich einen echten Singleplayer, einen Story-Modus bekommt, das würde auch mich dazu bringen, wieder Overwatch zu spielen, muss ich sagen, weil ich finde, das ist ein cooler Shooter. Ich mag die Welt und die Figuren. Ich bin nur einfach kein, ich bin zu schlecht in Multiplayer-Shootern, um langfristig Spaß damit zu haben. Ja. Das heißt, das fände ich schon richtig cool. Aber es wäre jetzt auch irgendwie, also es fehlt immer noch so der ganz große Kracher. Es wären so ein paar mittlere Kracher. Auch Diablo 2 HD wird einige Leute sehr glücklich machen, aber ist halt irgendwie immer noch so ein bisschen gehemmt, weil man eigentlich noch mehr will. Vielleicht sind wir auch einfach ein undankbares Häuflein, wir Spieler. Ich glaube, also mein Problem mit dieser ganzen Liste ist, dass das alles klingt wie aus bereits Bekanntem extrapoliert. Ja. Also da ist nichts dabei, was mich in irgendeiner Weise überrascht, wo ich sage, nanu? Das stimmt. Muss man nachlesen. Das weitgehend sind das bekannte Gerüchte. Ja. So von wegen, also du und ich hätten diese Liste genauso schreiben können. Ja. Das Einzige, finde ich, ist halt das Diablo-Spin-Off für Mobile. Das, ich meine, irgendwie hätte man auch drauf kommen können irgendwie, aber das ist nicht so das ganz Naheliegende. Wir sind mal gespannt, was tatsächlich jetzt dabei rauskommt. Wir schicken dich dahin. Du wirst ausführlich von dort berichten. Und es gibt natürlich auch noch andere Videos zum Thema BlizzCon. Sind alle hier unten verlinkt, weil wir natürlich SEO-mäßig und wahnsinnig clever machen, sind. Weil wir clever sind. Vielen Dank, Maurice, für diese Einschätzung. Doch. Danke euch fürs Zuschauen und schaut, wie gesagt, auf gamestar.de vorbei, um alles über die BlizzCon zu erfahren. Danke fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Tschüss.